Bitte lege dich hin, winkele deine Beine an, strecke deine Arme aus, sodass sie bequem liegen und bringe damit deinen Körper in eine Lage, in der du eine Zeit lang verweilen kannst. Folge zunächst deinem Atem und fühle, wie dein Atem kommt und wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe all deine Chakren zusammen und vereinige sie zu einem einzigen, großen und leuchtenden Chakra und begebe dich damit in dein vereinigtes Chakra. Atme Ana, Solavana und Elixier in dich und weite dieses vereinigte Chakra mit jedem Atemzug und dehne es aus. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit nun in deinen Herzraum und sende von dort einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre aufwärts, zu deinem Kehlchakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronenchakra und dort austretend aus deinem Körper in das Alpha-Chakra und dann weiter in das 9., 10., 11. bis ins 12. Chakra. Dies ist die Verbindung zu deiner Seele. Dort mache eine Art Schleife um dieses Chakra herum und sende dann diesen Herzensstrahl Kraft deiner Gedanken in das göttliche Gedankenfeld hinein und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden über einen goldenen Herzensstrahl mit deinem Herzen. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum zurück und lasse dort einen weiteren goldenen Herzensstrahl entstehen. Sende diesen Herzensstrahl diesmal abwärts, deine Prana-Röhre hinab zu deinem Sonnengeflecht, deinem Sakralchakra, zum Wurzelchakra und dort an diesem Wurzelchakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort machst du wieder eine Art Schleife um dieses Chakra herum und sendest dann diesen Strahlkraft deiner Gedanken in den Schoß von Mutter Erde und lässt dort Wurzeln wachsen. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden durch einen goldenen Strahl mit deinem Herzen. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit ein weiteres Mal in deinen Herzraum hinein, erzeuge einen weiteren goldenen Lichtstrahl, wiederum sendest du diesen deine Prana-Röhre abwärts, über dein Sonnengeflecht, das Sakralchakra, das Wurzelchakra und dort austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort wieder eine Art Schleife um das Chakra herum und dann sendest du diesen Strahl, Kraft deiner Gedanken, in das Lichtgitternetz von Mutter Erde. Verankere dich dort, lasse Wurzeln wachsen in diesem Lichtgitternetz von Mutter Erde, verbunden mit deinem Herzen durch einen goldenen Lichtstrahl. Ausgehend von deinem Omega-Chakra entsteht so ein goldenes V auf
auf dem Kopf stehend, ein goldenes V der Erdung, welches dich ganz und vollständig anbindet, einmal an Mutter Erde und einmal an ihr Lichtgitternetz. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem und fühle dabei gleichzeitig die Verbindung an das Göttliche und jene an Mutter Erde, die du mit deinen goldenen Herzensstrahlen geschaffen hast. Atme wechselweise über den Strahl von Mutter Erde und aus dem Göttlichen ein bzw. aus und fühle, wie dich bei jenem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder die des Göttlichen durchströmt und bei jedem Ausatmen das verlässt, was du nicht mehr benötigst. Verweile in dieser Atmung. Sprich mir nun laut oder im Geiste nach. Ich bitte die Engel der Heilung, Nathaniel und Haniel, zu mir, mir jetzt zu helfen und bei mir zu sein. Und die nun folgende Energieeinleitung zu führen, und kraftvoll zu unterstützen. Ich bitte meine persönliche Engelsgruppe und insbesondere meinen persönlichen Engel der Heilung, mir jetzt zu helfen und an meiner Seite zu sein. Ich bitte Lumina zu mir, mir jetzt zu helfen und an meiner Seite zu sein. Und ich bitte Jesus den Christus zu mir, mir jetzt zu helfen und an meiner Seite zu sein. Jesus Christus, ich bitte dich um Erlösung von allen Blockaden, allen Mustern und allen Energien, die ich in meinem Herzen, im Blut, im Blutkreislauf, den Lungen, in allen Lymphorganen, in meinem Mund, in meiner Kehle, der Speiseröhre und dem Magen, in meinem Darm bis hinunter zum Ausgang, meinem Gehirn, und meiner Leber, der Bauchspeicheldrüse und meinen Geschlechtsorganen festhalte.
Ich ermächtige mich, jetzt all diese festgehaltenen Energien loszulassen und bitte dich, Jesus Christus, erlöse mich und verweile, liebe Freundin, lieber Freund, bis dies geschehen ist. Sprich mir weiter laut oder im Geiste nach. Ich bitte nun Lumina, beginnend bei meinem Omega-Chakra, einen starken, heilenden und ausgleichenden Lichtstrahl meine Prana-Röhre entlang zu senden bis hinauf in das Alpha-Chakra. Ich bitte Lumina, diesen Strahl, beginnend vom Alpha-Chakra bis hinunter zum Omega-Chakra, und über diesen Weg in alle Bereiche meines physischen Körpers zu senden. Insbesondere in mein Gehirn, meine Leber, meiner Bauchspeicheldrüse und meinen Geschlechtsorganen. Zu senden und so lange zu nähren und aufrecht zu erhalten, wie diese meine Meditation währt oder wie es zu meiner Heilung notwendig und dienlich ist. Ich bitte darum, dass dieser Strahl alle Energien enthält, die mein Gehirn, meine Leber, meine Bauchspeicheldrüse und meine Geschlechtsorgane stärken. Blockaden darin auflösen und ich bitte darum, dass dieser Strahl genau jetzt eingerichtet wird. Ich aktiviere aus meinem Herzen, verbunden mit meinem Christus-Aspekt, einen goldenen Herzensstrahl und setze auf die Spitze den Kristall Osam, Heilung. Das ist jenes Symbol, das du im Hintergrund des Videos dieser Meditation sehen kannst. Lenke nun diesen deinen Herzensstrahl aus dem Christus-Aspekt
dem Kristall Osam darauf in dein physisches Gehirn und lasse ihn darin zirkulieren. Gib deine Herzensliebe in diesen Strahl hinein und lasse dein Gehirn erstrahlen in deinem Herzenslicht und im Lichte Luminas. Rufe dir nun Melek Metatron mit den Worten Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Chebayot und sprich: Ich übergebe dir, dem Auge Gottes, all meine Gedanken, all meine Glaubenssätze, all meine gedanklichen Muster und Strukturen. Ich bitte dich, sieh dies für mich und entferne alle Muster, alle Glaubenssätze und alle Strukturen, die mir nicht mehr dienlich sind. Ich bitte darum, dass dies jetzt geschieht, während meine Herzensliebe einströmt und das Licht Luminas verweile, bis dies geschehen ist. Bitte nun in deinen eigenen Worten darum, dass dir dein Gehirn in Bildern, Gefühlen oder Sprache zeigt, wie du ihm helfen kannst, ob es etwas für dich zu tun gibt. Doch bitte, liebe Freundin, lieber Freund, betrachte dir diese Antwort sehr genau, da der Mind sehr gerne die Kontrolle übernimmt, doch eigentlich ist dein Gehirn nur ein Organ wie jedes andere auch. Und so wäge ab in der Beurteilung dessen, was dir gezeigt wird, und verweile in dieser Betrachtung.
Lenke nun deinen Herzensstrahl aus dem Christusaspekt mit dem Kristall Osam darauf, in deine Leber, in deine Gallenblase und den Gallengang bis zum Darm hinunter und lasse ihn darin zirkulieren. Gib dein Herzensliebe in diesen Strahl hinein und lasse deine Leber erstrahlen in deinem Herzenslicht und im Lichte Luminas. Bitte nun, dass deine Leber, Gallenblase und Gang dir in Bildern, Gefühlen oder in Sprache zeigen, wie du ihnen helfen kannst, ob es etwas für dich zu tun gibt. Und lasse dir etwas Zeit, diese Vision entstehen zu lassen. Lenke nun deinen Herzensstrahl aus dem Christusaspekt mit dem Kristall Osam darauf, in deine Bauchspeicheldrüse und in das umliegende Gewebe hinein und lasse ihn darin zirkulieren. Gib deine Herzensliebe in diesen Strahl hinein und lasse deine Bauchspeicheldrüse und das umliegende Gewebe erstrahlen in deinem Herzenslicht und dem Lichte Luminas. Bitte nun, dass deine Bauchspeicheldrüse dir in Bildern, Gefühlen oder Sprache zeigt, wie du ihr helfen kannst, ob es etwas für dich zu tun gibt. Und lasse dir hier etwas Zeit, die Vision entstehen zu lassen.
Senke nun diesen deinen Herzensstrahl aus dem Christusaspekt mit dem Kristallosam darauf, in deine Geschlechtsorgane, die inneren und die äußeren, und lasse ihn darin zirkulieren. Beziehe bitte wirklich alle inneren und äußeren Geschlechtsorgane mit ein. Gib deine Herzensliebe in diesen Strahl hinein und lasse alle deine Geschlechtsorgane erstrahlen in deinem Herzenslicht und im Lichte Luminas. Sprich mir nun laut oder im Geiste nach. Ich bitte Jesus, den Christus, alle in meinen inneren Organen, insbesondere in meinen Geschlechtsorganen, gespeicherten Muster, festgehaltenen Energien, Verletzungen, stille Annahmen oder Glaubenssätze zu lösen und zu transformieren. Ich gebe diese alle ganz und vollständig ab und bitte dich, Jesus Christus, um Ablösung all dieser genannten Dinge. Bitte nun in deinen eigenen Worten, dass deine inneren und äußeren Geschlechtsorgane dir in Bildern, in Gefühlen oder in Sprache zeigen, wie du ihnen helfen kannst, ob es etwas für dich zu tun gibt. Und lasse dir hier ganz besonders Zeit für diese Vision. In diesem Bereich sind besonders gerne störende Muster, Blockaden, Traumen gespeichert, die es gilt aufzuspüren und zu lösen.
lasse noch einmal deinen Herzensstrahl deinen gesamten Körper vom obersten bis zum untersten Chakra zirkulieren und verwebe ihn noch einmal mit dem Licht der Luminas und sende ihn in alle deine Zellen. Lasse dich noch einmal, diesmal ganz und vollständig, von den Haarwurzeln bis hinunter zu den Zehen, erstrahlen, ganz und vollständig, in deiner eigenen Herzensliebe und im Licht der Luminas. Ziehe nun langsam deine Herzensstrahlen zurück und bedanke dich bei der geistigen Welt, bei Jesus dem Christus, bei deiner persönlichen Engelsgruppe, deinem persönlichen Heilungsengel, den Engeln Haniel und Nathaniel. Und natürlich Lumina, der Meisterin des körperlichen Aspekts, bei Melik Metatron, sowie all den vielen anderen Helfern, die um dich herum sind, jetzt und auch zu anderen Zeiten dich stets begleiten. Dann kehre langsam wieder zurück zu deinem Atem und ins Hier und ins Jetzt. Strecke dich ein wenig, recke dich, bewege dich. Bringe Gefühl in deine Arme und in deine Beine. Bewege deine Finger, deine Füße. Und wenn du magst und bereit bist, öffne deine Augen und sei voller Dankbarkeit für das, was du erleben durftest. Anna Maschan.